Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stell dich ein mit Jörg, heute aus Kiel bei der KVG. Und wir gucken uns den Laden jetzt mal zusammen an. Vielleicht ist das ja genau der richtige Job für mich oder für dich. Mitkommen. Stell dich ein mit Jörg ist eine neue Form von Recruiting. Ich gehe einen Tag mit der Kamera in den Betrieb, arbeite da einfach mit, spreche mit allen, gucke mir alles an und versuche alle Fragen zu beantworten. Und am Ende kann sich der Bewerber oder die Bewerberin dann sagen, guck mal, genauso habe ich es mir vorgestellt, das wird mein neuer Arbeitgeber, der bewerbe ich mich. Ja, also heute ist ein Kindheitstraum von mir in Erfüllung gegangen, denn ich war bei der KVG Kieler Verkehrsgesellschaft und durfte mal in den Beruf des Busfahrers reinschnuppern und habe da Moa mitgetroffen. Was machst du gerade? Ich will jetzt gleich ausrücken und bereite mich langsam vor, will eine Abfahrtskontrolle machen. Okay, das heißt also, wenn es losgeht, einmal gucken, ob der Bus... Einmal gucken, ob alles läuft, damit wir ohne Probleme draußen durch den Tag kommen. Worauf musst du achten? Ob alles funktioniert, ob die Entwerter funktionieren, ob Lichter funktionieren, ob die Warnblinker funktionieren, das gehört alles dazu. Das wird alles überprüft. Und ich habe gerade gesehen, als ich vorbeigelaufen bin, der hängt ja oben irgendwie in der Ladestation. Genau. Lädt jetzt gerade auf E wahrscheinlich, ne? Das ist ein EGW, ja, Elektrogelenkwagen. Okay. Der Bus stand gerade an der Ladestation. Bis jetzt hat die KVG nämlich 50% ihrer Flotte auf E umgestellt und will bis 2030 bei 100% sein. Dann habe ich mit Mohamed natürlich auch nochmal über die Arbeitszeiten gesprochen. Ist ja klar, wenn man Busfahrer werden will oder Busfahrerin, dann muss man natürlich auch Schichtdienst wollen. Ich versuche immer früh zu fahren. Das wollen die anderen Kollegen. Das wollen die anderen natürlich auch, ja, klar. Ja, okay. Natürlich, aber die versuchen das einem dann doch recht zu machen, dass sie auf die Wünsche auch eingehen. Okay. Kann ich dir irgendwas helfen bei der Vorbereitung? Also, ja, wir können einmal um den Bus gehen. Ja. Dann können wir einmal gucken. Okay. Da wird natürlich alles gecheckt, Beleuchtung und Bereifung, ob alles geht, ob die Türen aufgehen und. Hier Videoüberwachung ist natürlich auch ganz wichtig. Hier, das ist das mobile Item. Wenn du jetzt hier rumläufst und hier rumspielst, kriege ich drinnen ein Warnsignal, dass einer sich noch am Bus befindet. Nachdem dann der Bus soweit fertig war, da hat Mohamed dann gesagt, so, jetzt muss ich los. Und er ist dann vom Hof gefahren und hat mich dann zu Sabine geschickt. Geräuschlos fährt er von dann. Mal schöne Einweisehilfe geben hier, ne? Sabine, die auch schon seit 15 Jahren im Betrieb unterwegs ist und hat mich dann in Empfang genommen. Die kam nämlich gerade von der Tour. Und wenn du jetzt kommst, was machst du jetzt? Ich rechne jetzt ab, nehme mein Geld, geh noch mal durch den Bus, Okay. Schau, ob ein Fahrgast was vergessen hat. Soll ich schon mal durchlaufen und gucken, ob was liegen geblieben ist? Ja, gerne. Auch unter den Sitzen gut gucken. Selbstverständlich. Ich bin total gerne Busfahrerin. Das ist total spannend, weil wir bringen Leute zur Schule, zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Arzt und wir bringen die auch wieder nach Hause. Ich finde, es ist einfach ein guter Job. Und Verhältnis und Mann-Frau, kann man das sagen? Wenig Frauen, viele Männer. Mehr Frauen müssen in die Busse. Ja, bitte. Ne? Guckt euch Sabine an, so kann das auch laufen. Guck mal, ich bin ja heute in meiner Stell-dich-ein-mit-Jörg-Kleidung angereist. Du hast ja KVG-Kleidung. Ja. Kriege ich das gestellt? Muss ich das kaufen? Das kriegst du gestellt. Wie würdest du das so sagen, wenn man jetzt lange auf dem Bock sitzt? Da muss man ja auch irgendwie Ausgleich haben danach. Ne? Also gibt es hier so Angebote? Es gibt ein Sportangebot hier, wo wir in unseren Sportraum können. Wir haben zwei nette Trainer, die mit uns Entspannungsübungen machen, Kräftigung. Wir kriegen Schwimmkarten, wir können zum Schwimmen gehen. Wir können uns auch ein E-Bike oder ein ganz normales Bike leasen. Wenn ich Busfahrer oder Busfahrerin bin, dann kann das natürlich sein, dass meine Schicht irgendwie auch mal so konträr zu meinen Essenszeiten liegt. Aber dafür gibt es natürlich eine tolle Betriebskantine auf dem Gelände. Und da können eben nicht nur Firmenzugehörige hinkommen, sondern auch externe Mitarbeitende. Wir haben natürlich einen verbesserten Preis, also Sonderkondition. Ich habe selber auch gegessen heute, das hat sehr gut geschmeckt und der Preis war auch in Ordnung. Also das kann man sich auf jeden Fall geben. Und wo würdest du sagen, wo geht's für dich denn die Reise hin? Bis zur Rente? Ja, bis zur Rente. Ja, cool. Ja, selbstverständlich. Muss doch 30 Jahre, oder? Ja, mindestens. Ja, dann bin ich zu Mike gegangen. Das ist der stellvertretende Teamleiter Fahrdienst. Du bist derjenige, den ich, glaube ich, fragen müsste, wenn ich hier bei euch anfangen will. Ne? Genau richtig. Warum sollte man sich hier tunlichst bewerben? Also uns macht vor allem aus, dass wir auch für unsere Branche schon ganz gutes Gehalt bezahlen. Wir haben eine sehr vernünftige Betriebsrente, wie ich finde. Bei 30 Tagen Urlaub plus einen Entlastungstag. Oh, das ist schon eine ganze Menge, mit dem wir auf jeden Fall glänzen können. Und zahlt ihr Tarif oder was? Oder wird das nach Qualifikation ausgehandelt? Nein, wir zahlen nach Tarifvertrag. Da auch jeden gleich. Wenn du jetzt hier anfangen würdest und auch gerne möchtest, was ich ja gehört habe. Ja, auf jeden Fall. Dann würdest du am Anfang 3.065 Euro bekommen. Dann habe ich mit ihm natürlich auch nochmal über Altersvorsorge gesprochen. Da gibt es bei der KVG die betriebliche Altersvorsorge. Heißt also, der Arbeitgeber zahlt ein bisschen was und der Arbeitnehmer. Und die KVG steuert 5% dazu bei, der Arbeitnehmer nur 1% in dem Falle. Ihr wollt ja umstellen, ne? Also die Flotte von ganz alt bis auf ganz neu E. Bedeutet natürlich auch, wenn ich jetzt mal so hinter mich gucke, man braucht natürlich auch ein ganz anderes Werkstattverhalten. Genau, und da geht es halt hier auch schon los mit den Dacharbeitsplätzen. Also jetzt hier gerade auf diesem Strang, der ist extra eingerichtet worden für die E-Mobilität. Da kann man hier schön die Leiter hochgehen und oben, wo die Batterien auf dem Dach sind, auch arbeiten. Das ist einfach ein Muss. Super Arbeitsplatz, aber es braucht natürlich auch Leute, die am Ende dann auch die Busse instand setzen und reparieren.
reparieren. Und dafür brauchen wir natürlich auch Mechatroniker, Kfz-Mechaniker. Kann man auch als Ausbildungsberuf natürlich lernen bei der KVG, also als Arbeitgeber. Super. Und natürlich auch als Arbeitsplatz. Jetzt durfte ich ja bei Mohamed und bei Sabine mal über die Schulter gucken. Und die haben mir auch erzählt, dass die ja als Fahrerin und Fahrer nicht alleine sind, sondern die immer jemanden haben, der sich auch um sie kümmert in Notsituationen, sei es mal irgendwie Unfall oder Stau oder wie auch immer. Ist das für jeden Fahrer und Fahrerin so gedacht? Genau, für jeden Fahrer, für jede Fahrerin. Wir haben ja eine Instanz, das ist unsere Leitstelle, die auch hier mit im Gebäude sitzt. Wenn auf Strecke irgendwas passiert, drücke ich auf den Knopf und dann kommt die Leitstelle und kümmert sich um das Fahrpersonal. Ah, echt? Ja. Bisher habe ich nur Schönes gehört von euch. Das heißt also, wenn ich mich jetzt entschließen würde, als Quereinsteiger Busfahrer machen zu wollen, brauche ich einen Führerschein. Frage ich da jetzt meinen Fahrlehrer, den ich vor 180 Jahren mal gefragt habe und da meinen Führerschein gemacht habe, ob ich da Busführerschein machen kann? Oder wie läuft das? Besser nicht. Wir haben natürlich eine hauseigene Fahrschule installiert bei uns, die dir das auf jeden Fall alles zeigen können. Da würde ich vorschlagen, einfach mal rüber in die Dietrichstraße auf unseren zweiten Betriebshof. Okay. Da sitzt die Fahrschule und die können dir bestimmt mal zeigen, wie man so einen Bus fährt. Lass mich raten, ich fahre mit dem Bus. Mike, los geht's. Vielen Dank. Erstmal. Auf zur Fahrschule, bis dann. Das ist doch mal eine schöne Hilfe, da steht Fahrschule drauf. Moin. Moin. Stell dich ein mit Jorgis da. Hallo, ich bin Frank. Und mit dem sollen wir jetzt gleich los, oder was? Wenn du Bock hast, ja. Ne? Ja, aber deswegen muss bin ich dafür hier. Erklären oder? Nö, ne? Du bist Fahrlehrer, also ich bin ja Quereinsteiger in dem Sinne. Ne? Der erste Teil ist eben viel Theorie lernen. Ja. Kommt dann natürlich im weiteren Ausbildung auch noch mit dazu. Ja. Ja, aber hier wird eben die praktische Ausbildung durchgeführt. Ne? Wie lange geht so ein Kurs dann? Also wir sind immer so 3 bis 4 Monate. Ne? In der weiteren Ausbildung habe ich nachher noch einen Lehrfahrer dabei, der begleitet ungefähr noch mal so 5 Wochen, vielleicht auch mal 6 Wochen, okay. Je nachdem, auf allen Linien, damit ich überhaupt erstmal so im Liniendienst erstmal, damit ich überhaupt erstmal reinkomme. Naja. Dann lass doch mal gucken, erklär doch mal ein bisschen hier, was gleich auf mich zukommt. Na, du einmal vorne links, ja? Jetzt wird ein Kindheitstraum warm hier, Leute. Jetzt gibt es kein Halten mehr. So. Ach, da brauche ich ja gar nicht mehr. Guck mal. So, Leute, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Und jetzt einfach das Gaspedal einmal kurz antippen. Ja, mal gucken. Und dann soll der sich gar nicht bewegen. Ich bin gespannt. Guck mal, es läuft. Aber das könnte ich den ganzen Tag machen. Nicht ganz gerade, aber was sagt der Fahrlehrer? Ich bin sehr zufrieden, ja. Können wir mitarbeiten, ne? Ein Glück. Du hast ja schon einige Fahrschüler erlebt in deinem Leben. Was würdest du sagen? War gut. Nicht hat ganz mir auch gut, nein, hat mir gut gefallen. Einparken kann man mit noch mal ein bisschen dran arbeiten beim nächsten Mal. Aber das Ende wieder. Ja, nach der Praxis kommt natürlich auch die Theorie, eigentlich ja andersrum. Aber hier war es dann eben so, erstmal Bus fahren und dann noch mal in den Schulungsraum. Da war gerade Unterricht und da saßen ganz, ganz viele Anwärter, die alle Quereinsteiger sind. Also man muss nicht klassisch hier eine Ausbildung machen und dann geht es los, sondern du kannst aus verschiedenen Berufen kommen. Und da saß unter anderem auch Christina. Erste Frage, die ich natürlich stellen will, ist, du bist ja eine von ganz, ganz wenigen Frauen hier eigentlich, ne, bei der KVG. Oder was heißt von wenigen Frauen? Auf jeden Fall, ihr seid deutlich in der Unterzahl als Ja, das als, sind wir auf jeden Fall. Männer, ne? Wie ist das so? Ich find's toll hier. Also ja? Ich bin hier gut aufgenommen worden. Wie bist du denn hier überhaupt gelandet? Also da muss man erst mal drauf kommen, dass man Busfahrerin werden möchte. Ich wollte mal was anderes machen, als im Einzelhandel zu arbeiten. Und hatte von einem Bekannten halt von der KVG gehört. Und dann fand halt zufälligerweise auch der Bewerbungstag statt. Ja. Ja, und da bin ich dann hingegangen und dann bin ich ziemlich schnell hier gelandet. Sie hat also wirklich voller Vorfreude erzählt und ich glaube, die hat auch richtig Bock und freut sich drauf, dann, wenn sie fertig ist, hier wirklich für die KVG zu fahren. Dann werde ich den Kima Ausschau halten und gucken, gerne. Ob du vorne sitzt. Ja oder nein, dann steige ich bei dir auch ein. Ja, sehr gerne. Kannst du mich mal durchchauffieren. Und ich mache mich jetzt mal vom Acker und lasse euch hier mal weiter in Ruhe studieren. Wo bist du denn gerade? Unternehmensbild im Personal. Das machst du lieber. Das ist besser als ich. So, viel Spaß noch. Ja, danke schön. Bis später. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Für mich war heute ein total toller Tag und ein Kindheitstraum ist für mich in Erfüllung gegangen. Ich bin ja schon mal Bus gefahren, aber heute mal richtig. Wenn ich nicht so viel zu tun hätte mit Stell dich ein mit Jörg, würde ich mich tatsächlich hier bewerben als Busfahrer, weil das ist einfach ein cooler Job. Du bist ein bisschen Gastgeber, du nimmst Leute auf, du lässt Leute raus, du fährst sie durch die Gegend, bringst sie dahin, wo sie hinwollen und am Ende sind alle happy und darauf kommst du ran. Also kann ich nur sagen, KVG, sehr toller Arbeitgeber. Wer Bock drauf hat, sollte sich tunlichst bewerben.